Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen. Heute ist der 7. Sonntag nach Trinitatis und ich begrüße euch mit dem Wochenspruch für diese Woche aus Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Nachdem wir nun einige Wochen lang mit der ganzen Kirche Gottesdienste gefeiert haben und auch Gastgeber waren von einem der Gottesdienste in der Nelxer Winterserie, möchten wir kurz einiges über die eigene Gemeinde teilen. Erstmal, unser Ibesar war wirklich ein sehr gelungenes Fest und wir wollen uns für alle Unterstützung ganz herzlich bedanken. Das haben wir schon schriftlich getan, aber wir wollten es einfach im Gottesdienst auch noch mitteilen. Es dauert noch, bis man das Einkommen von Zuckerrohrspenden bekommt und deswegen genau weiß. Aber ohne diese Zuckerrohrspenden haben wir schon um die 405.000 Rand an Profit gemacht. Dazu kommt dann noch natürlich einiges dazu, wenn die Zuckerrohrspenden reinkommen. Das ist einfach wunderbar. Und dass man dazu dann auch noch viel Spaß und Freude daran haben konnte, machte es dann umso besser. Also nochmals ganz herzlichen Dank dafür. In einem Brief hat der Kirchenvorstand der Gemeinde informiert, dass Dave Wilkinson sein Amt als Kirchenvorsteher aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Wir danken ihm für seinen Dienst und wünschen ihm weiterhin alles Gute. Da wir zurzeit keine Gemeindeversammlung halten können, wurde Rian Eis zum Kirchenvorstand kooptiert und wird heute Nachmittag in einer Kirchenvorstandssitzung eingeführt. Gewöhnlich wird das natürlich in einem Gottesdienst gemacht, aber wenn das nicht sein kann, wie es jetzt der Fall ist, dann erlaubt unsere Ordnung uns, es in einer Kirchenvorstandssitzung zu tun. Wir bitten, dass ihr Rian und seine Einführung im Gebet tragt, wie wir es auch später im allgemeinen Kirchengebet tun werden. In der Sitzung wird der Kirchenvorstand auch besprechen, ob wir im August wieder mit öffentlichen Gottesdiensten anfangen oder mit Online-Gottesdiensten weitermachen. Wir informieren der Gemeinde dann von dem Beschluss. Ich möchte nur auch bitten, dass ihr den Kirchenvorstand im Gebet tragt. Es ist keine einfache Zeit. Wir wissen, dass es bei uns nun auch schon einige Fälle vom Virus gibt und es bleibt wichtig, dass wir alle verantwortlich handeln, vorsichtig sind, lieber im Moment eher so wenig wie möglich in die Öffentlichkeit machen, Sachen machen, wo es viele Leute gibt und weiterhin auch Masken tragen, regelmäßig die Hände waschen und so weiter. Dann möchte ich auch noch bekannt machen, dass ein von unseren Theologiestudenten, Hermann Düffel, zurzeit gerade hier bei uns in der Gegend ist. Er hat hier in der Gegend Familie. Im Moment wegen Corona wird sein Studium auch online gemacht und er ist hier bei uns in der Gemeinde. Er wird da einfach auch praktische Erfahrung sammeln und ein paar Sachen mit uns machen. Wir heißen ihn ganz herzlich willkommen und wünschen ihm alles Gute. Es wird deswegen auch noch ein Schreiben an die Gemeinde gerichtet. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist segne seine Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 107. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es eine nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier endet die Lesung. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, deine Güte währet ewiglich. In dir finden wir Geborgenheit und Friede. Hilf uns, dass wir die Gemeinschaft mit dir pflegen und dass wir in der Gemeinschaft zwischen uns Menschen auch Gutes tun und für den Nächsten sorgen. Stärke uns heute wieder durch dein Wort für diesen Dienst. Das bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns durch seinen Leib und sein Blut zur Gemeinschaft der Heiligen berufen hat. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht in Johannes Evangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt.
Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm eine seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Hier endet die Lesung. Lasst uns zusammen mit der ganzen Christenheit unseren christlichen Glauben bekennen, mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, du hast gesagt, dass wir nicht allein von Brot leben, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Munde hervorgeht. Lass auch dieses Wort Gottes Wort sein und uns Leben schenken. Amen. Gottes Güte ist was? Heute möchte ich über Gottes Güte was sagen. Dazu gebrauche ich nicht den vorgeschriebenen Predigttext. Ich möchte ein paar andere Texte aus der Bibel angucken, obwohl ich in der Predigt kurz etwas über den Predigttext sagen werde. Heute, am siebten Sonntag nach Trinitatis, haben wir es mit Gottes Güte zu tun. Und dazu werde ich auch mehr in der Predigt sagen. Aber komm, wir fangen doch erstmal wieder an mit dieser Frage, die ich eben gestellt habe. Gottes Güte ist was? In Luthers Übersetzung gibt es in der Bibel 6 Verse, in denen wir diese Worte finden. Gottes Güte ist, deine Güte ist, seine Güte ist. 5 davon in den Psalmen und 1 in Jesaja. Sie sind Psalm 26, Vers 3. Deine Güte ist mir vor Augen. Das meint, ich sehe sie. Und wenn ich sie nicht sehe, dann rufe ich sie immer noch vor Augen und behalte sie. Psalm 63, Vers 4. Deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Psalm 69, Vers 17. Deine Güte ist tröstlich. Sie tröstet mich, wenn ich es brauche, wenn ich mal nicht so gut fühle. Psalm 86, Vers 13. Deine Güte ist groß gegen mich. Psalm 138, Vers 8. Deine Güte ist ewig. Und der 6. Jesaja 40, Vers 6. Seine Güte ist wie eine Blume. Sie ist schön. So ist Gottes Güte. Zurzeit machen wir eine Zeit durch, in der es deutlich ist, dass das Leben nicht immer wie eine Blume ist, nicht immer schön ist, dass Gottes Güte uns nicht immer vor Augen ist. Wieder einmal in Gespräche diese Woche wurde mir sehr deutlich, für wie viele Leute dies gerade mit Covid-19, aber auch mit anderen Sachen, die wir zu tragen haben, Probleme und Sorgen, wirklich eine schwierige Zeit ist. Und doch spürt man auch und vielleicht gerade zu solchen Zeiten Gottes Güte. Vorhin in der Epistel haben wir gehört, wie die erste christliche Gemeinschaft aussah und was sie miteinander getan haben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wieso denkt ihr, würde man diesen Text als Epistel aussuchen an einem Sonntag, an dem wir uns über Gottes Güte Gedanken machen? Was hat das denn alles mit Gottes Güte zu tun? Ich glaube, dass es sehr gut passt. Guck mal die 4 Sachen an, die da genannt werden. Die Lehre der Apostel. Wir können auch sagen, Gottes Wort. Gemeinschaft. Abendmahl, Brot brechen. Und Gebet. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Gottes Güte nicht gerade sehen oder fühlen, wenn wir trauern oder schwer zu tragen haben, sind es dann nicht gerade diese Sachen, die uns Mut machen? Diese Sachen, die uns trösten und Kraft schenken? Diese Sachen, durch die wir Gottes Güte immer noch spüren? Erstmal Gottes Wort. Es tröstet uns. Und erinnert uns an Gottes Liebe und Güte. Ja, es ist auch mehr als das. Ich habe neulich in einer Andacht gesagt und davon erklärt, es ist auch Gottes Gesetz.
Es will uns auch herausfordern und konfrontieren. Es will manches in unserem Leben ansprechen und ändern. Aber es ist auch gute Nachricht. Wenn es uns nicht gut geht, gerade dann will Gottes Wort uns trösten. Hört mal, was es uns immer wieder sagt. Fürchte dich nicht, hab nicht Angst, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich in meiner Hand. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird haben das Licht des Lebens. Diese Worte wollen uns trösten. Sie wollen unser Vertrauen in Gottes Güte stärken. Und sie tun es auch. Gottes Wort. Nummer zwei war Gemeinschaft. Und gerade in dieser Zeit merken wir ja sehr, wie wir das vermissen, wie wir die Gemeinschaft miteinander vermissen. Mann, es stimmt leider auch, dass wir alle wissen, wie sehr uns Leute in der Gemeinschaft auch zu tragen geben können. Sie können uns irritieren und ärgern, enttäuschen und verletzen, weh machen. Aber wenn wir durch schwere Zeiten gehen, merken wir, wie sehr wir andere Leute nötig haben. Wie sehr sie uns helfen und tragen und zur Seite stehen. Auch in dieser Zeit können und sollen wir das, wenn auch auf andere Art und Weise. Gemeinschaft, einander tragen und ermutigen, das sollen wir gerade jetzt immer noch und immer wieder ganz bewusst tun, wie immer wir es können. Gott arbeitet in unserem Leben auch durch die Menschen, die er uns zur Seite stellt. Und er tut es durch Gemeinde und Gemeinschaft. Er tut uns dadurch viel Gutes. Nummer drei. Abendmahl ist ja noch etwas, das uns stärkt. Es ist so ein wunderbares Geschenk. Es ist ja Gottes Wort in sichtbarer Form. Da haben wir einen Anteil an dem, was Gottes Wort uns verspricht. An Christi Leib und sein Blut, für uns gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Was Jesus Christus am Kreuz getan hat, sein Leib gegeben, sein Blut vergossen, das ist für dich. Da erleben wir seine Güte ganz persönlich. Nicht umsonst gehört deswegen zur Abendmahlsliturgie auch der Satz, kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich, wie gütig der Herr ist. Und das vierte war Gebet. Das ist ja auch eine Quelle, wo wir Kraft und Mut schöpfen können. Es ist das im Gespräch bleiben mit Gott, das uns immer wieder mit Gott verbindet. So oft sagen Leute zu mir in dieser Zeit, ich kann nicht mehr ordentlich beten. Ich weiß nicht, welche Worte zu gebrauchen. Ich weiß nicht, was um Gott zu sagen. Es fällt mir schwer. Wisst ihr, dass wir auch einfach das mit Gott tun können? Einfach in seiner Gegenwart sein, einfach seufzen. Und der Heilige Geist betet dadurch, erzählt uns Paulus, durch unser Seufzen. Das dürfen wir. Genau wie wir mit einer ganz vertrauten Person einfach sitzen würden und weinen und seufzen und keine Worte finden. Genauso können wir mit Gott. Das ist auch Gebet. Tut das. Es tut gut. Im Gebet können wir uns öffnen, ganz ehrlich, für Gott und für das, was er in unserem Leben tut. Durch das Gebet kann man auch auf Gott hören, soll man auch auf Gott hören. Und durch alle diese Sachen wird unsere Beziehung zu Gott gestärkt. Merkt ihr, wie diese Lesung doch so wunderbar zum Thema passt? Sollten diese vier Aspekte, die damals schon für die ersten Christen so wichtig waren, dass sie beständig darin blieben,
nicht für uns auch wichtig sein? Sind sie für dich wichtig? Spielen sie eine Rolle in deinem Leben? Welche? Machst du dir Zeit und Platz in deinem Leben für diese vier Sachen? Gottes Wort, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Bist du bereit, dich für diese Sachen einzusetzen, sie zu fördern? Ich mache dir Mut, es zu tun. Lese und höre regelmäßig Gottes Wort und lebe danach. Lebe in Gemeinschaft, förder Gemeinschaft, setz dich ein für Gemeinschaft. Ja, du hast deine Gemeinde nötig, deine Gemeinde hat dich nötig. Nimm regelmäßig am Abendmahl teil. Lass Gott dir seine Vergebung, Liebe und Güte zusprechen, zuteil werden. Nimm sie an und bete ohne Unterlass. Durch diese Sachen wirst du viel gewinnen, wird Gottes Güte dir sichtbar und merkbar. Und diese Güte sollst du dann auch teilen. Davon spricht der vorgeschriebene Predigttext für heute aus Hebräer 13. Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Lebt die Liebe, die ihr empfangen habt, die Güte, aus. Bleibt in der Liebe. Gastfrei zu sein, vergisst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, als ihr auch noch weil ihr auch noch im Leibe lebt. Das ist der vorgeschriebene Predigttext für diese Woche, und wir merken, wie das dann auch dazu passt. Mit allen sollen wir Gottes Güte teilen, mit den Geschwistern, mit den Mitchristen, mit den Gästen, mit den Gefangenen, mit den Misshandelten, den Hungrigen, den Einsamen, mit jedem, der es braucht. Ihr Lieben, in guten sowie in schweren Tagen, lasst uns Gottes Güte vor Augen halten und die Güte so mit anderen teilen, dass andere auch was von dieser Güte erleben und sie sehen. So können wir die Güte Gottes erkennen, für was sie ist. Für das, was wir am Anfang von der Predigt aus Gottes Wort von ihr gehört haben. Gottes Güte sehe ich. Und wenn ich sie nicht sehe, behalte ich sie. Ich halte sie vor Augen. Gottes Güte tröstet und ist groß und ist ewig. Sie ist wie eine Blume. Ich will Gott dafür preisen. Du auch? Amen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das Dankopfer am vergangenen Sonntag für die Neu-Hannover Schule erbrachte 2750 Rand. Gott segne Geber und Gabe. Das Dankopfer an diesem Sonntag ist für die Eichner Gemeinde bestimmt. Dazu kann ein jeder beitragen, wie wir es bis jetzt in dieser Zeit gemacht haben. Thank you.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du sorgst für uns. Ja, mehr noch, du schenkst uns das Brot des Lebens. Dafür danken wir dir. Schenke, dass wir in unserem Leben Platz schaffen für dein Wort, auch in der Form des Sakramentes, für Gemeinschaft und für Gebet. Zurzeit ist da so viel, das uns bekümmert. Corona, Gewalt und Streit zwischen Menschen. Hilf uns, Wege zu finden, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Sei mit Farmer und Farmarbeiter und behüte sie. Sei mit Leuten, die unter die Folgen vom Coronavirus leiden. Die Infizierten, die Kranken und die, die sich um die Kranken kümmern. Die Armen, die, die unter die Wirtschaftskrise leiden und die, die Beschlüsse über alle dies fassen müssen. Herr, erbarme dich unser. Wir bitten für die Menschen, die hungern nach Gemeinschaft. Lass sie nicht alleine sein, sondern führe sie zur Gemeinschaft deiner Gemeinde. Gerade in dieser Zeit schenke, dass alle sich unter die Arme greifen, sich gegenseitig unterstützen, anrufen, stärken, ermutigen. Hilf uns, dass wir unsere Zeit mit ihnen teilen, so wie wir es gerade können. Und dass wir das tun, was die Gemeinschaft unter uns und mit Menschen um uns fördert. Wir bitten für die Menschen, die hungern nach Heilung, dass sie dein Heil erfahren. Hilf uns, dass wir ihnen beistehen in Krankheit und Leid. Wir bitten für die Menschen, die hungern nach dem Sinn ihres Lebens. Lass sie erkennen, dass alles Leben in dir Erfüllung findet. Hilf uns, dass wir Wegweiser sind zu dir hin. Wir bitten für die Menschen, die hungern nach Liebe. Lass sie deine Liebe spüren. Hilf, dass wir ihnen in Liebe begegnen. Wir bitten für die Menschen, die hungern nach Versöhnung. Lass sie das Lamm Gottes sehen, das der Welt Sünde trägt. Hilf uns, dass wir stets bereit sind, einander zu vergeben. Wir bitten für die Menschen, die hungern nach dem täglichen Brot. Lass sie satt werden. Hilf uns, dass wir abgeben von unserem Überfluss. Wir danken dir, Gott, dass du den Org Project bis jetzt gesegnet hast. Danke, dass dieses Projekt viele Leute helfen konnte und schenke, dass es es auch weiterhin tut. Segne diese Arbeit. Wir danken dir, Gott, dass du für uns da bist und preisen dich für deine Güte. Wir danken dir für dein Wort und für die Kirche, die es verkündigt. Schenke, dass deine Kirche in aller Welt dein Wort mutig predigt, deine Gnade liebevoll auslebt und sich einsetzt für das Gute. Wir beten für unsere Gemeinde und ihre Mitglieder. Schenke gute Gemeinschaft, festen Glauben und dass wir Täter des Worts sind und nicht Hörer allein. Heute wird Rian Eis in sein Amt als Kirchenvorsteher eingeführt. Stärke ihn für sein Amt. Und segne ihn dadurch, schenke, dass er der Gemeinde zum Segen wird. Danke für den Dienst von Dave Wilkinson. Vergelte es ihm. Schenke ihm alles Gute. Leite und führe du uns alle. Herr, du hörst unser Gebet. Im Vertrauen darauf hören wir nicht auf, zu dir zu beten und schließen unser Gebet mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.